willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Und wir haben Winter und uns ist kalt. Dann ändern wir das mal schnell. Filzihut, dicke Handschuhe. Wir nehmen die, die sind heiler. Dann haben wir unsere edlen Schuhe. Eine gesteppte Weste. Ein Gurgelpelzbesatz. Neun, sechs. Pelzstiefel bringen genauso viel, okay. Gut, den haben wir uns jetzt schön dick angepackt. Dürften eigentlich nicht mehr frieren. So gut, also ich habe getan. Ein bisschen Brennholz gemacht, ein paar Bretter. So, aber bevor wir das machen, was ich jetzt vorhab. Wo ist die Schmalzfliege? Hey! Sohn! Sohn? Wo kommt der denn jetzt her? Vater, na, was sagst du gerade aus, Kleiner? Heute ist so ein langweiliger Tag. Nichts zu tun, nur faulenzen. Ich dachte schon, das geht jetzt ewig so weiter. Aber dann hatte ich plötzlich eine Idee. Ich bin ganz Ohr. Wie wäre es mit einem Spiel? Wenn du erraten kannst, was ich hinter meinem Rücken verstecke, gehört es dir. Sicher, warum nicht? Großartig, ich schaue mich nach anständigen Gewinnen um. Komm später wieder her. In Ordnung, nimm dir Zeit, die du brauchst, mein Junge. Okay. Gut, kommen wir zu dem, was ich vorbereitet habe. Ey, was ist hier meine Frau an oder was? That's it. I'll leave home and travel around the world collecting wild animals. I'm going to catch them all. Hail to the king. Okay. Yes. You don't need to preen yourself. Hier. The fact that you did something for the king doesn't make you better than the rest of us. Aber witzig, jetzt haben die auch Pokémon hier drin. Jetzt bleibt doch mal hier stehen. Hallo Papa, ich habe das Ratspiel vorbereitet. Bist du bereit für ein paar Fragen? Los geht's, Sohnemann. Obwohl sich über die Erde grüne Triebe regen, pflanzen wir es nicht der Blätter wegen. Gesät wird im Frühling, was könnte es sein? Grüne Triebe. Also Roggen ist es nicht. Kohl hat keine Triebe. Er könnte eigentlich nur Karotten sein. Ah, ja klar, ja, ja. Einer unserer Nachbarn hat mir ein paar Samen gegeben. Ich werde sie wohl selbst irgendwo einpflanzen. Aber jetzt weiter zur nächsten Frage. Bin mal her damit. Du findest es in der Wildnis und kannst es beim Jagen kriegen. Dank ihm können deine Pfeile fliegen. Was könnte es sein? Eine Feder. Das stimmt, es ist eine Feder. Oh, da gibt es Reputation? Geil. Hier bitte, das hast du verdient. Dieser Preis war am schwierigsten zu bekommen. Aber ein Nachbar hat mir geholfen und ich habe dafür keine Tiere gestört. Du findest es fast überall. Mit ihm baust du Häuser und vielleicht auch einen Stall. Oder ein Lagerfeuer. Was könnte ich meinen? Boah, das ist aber wirklich gemein. Aber mit Strom machen wir es nicht. Wir machen es auf jeden Fall mit Stein. Brennholz müssen wir herstellen. Ansonsten finden wir höchstens Bretter. Stecker. Also Stein. Natürlich, es ist ein Stein. 1000 Reputation. Keine Sorge, unser Haus hat jetzt kein Loch irgendwo. Also, unseres jedenfalls nicht. Hier, nimm. Eine Frage habe ich noch. Mit der Spitzhacke abgeschlagen, ein heller Stein als Zutat im Essen muss nicht sein. Weißt du, was das ist?
Ja, also es muss nicht sein. Es kann, aber es ist Salz. Ja, dann. Okay, vielleicht eine andere Betonung gewesen. Ah, zwei Kalkstein. Dieser Preis fand ich schon abgebaut. Aber das war eine ziemlich gefährliche Reise. Alles, was dort draußen lebt, hat mich belauert. Es bleibt jetzt meine eigene Trophäe. Das sind alle Fragen, die ich habe. Es hat Spaß gemacht. Und du bist ganz schön ins Schwitzen gekommen, Vater. Die Herausforderung hat mir gefallen. Du hast das Spiel wirklich gut vorbereitet, mein Sohn. Okay, wir gehen mal kurz was gucken. Was fehlt denn hier schon wieder? Achso, ja. Wie nicht genügend Rot. Wir haben keinen Strom mehr? Willst du mich verarschen? Na, wirkt. Ein Stroh. Krass. Gut, also hier ist kaputt. Hier, was fehlt denn bitte hier schon wieder? Kein Material? Ach so, wegen Stroh, ja. Gut, Stroh haben wir ja jetzt. Ja, okay. Gut, das hier ist mir schon eine ganze Weile arg im Auge. Richtig arg. Daher würde ich das jetzt hier gerne ein bisschen bearbeiten. So nicht? Nein. So mit einem etwas anderen Zaun aber. Dann gehen wir dahin, dann gehen wir wieder zurück, weil da wollen wir hin. Und hier. Und dann machen wir das. Jawohl. Ja. Dann dahin. Oh, Leingang brauchen wir noch. Dann machen wir hier noch ein Fass. Bin aber auch ein scheiß Vollidiot, ne? Lenkgewebe. Oh, Entschuldigung.
Sieht doch schon ein bisschen gut, schon ein bisschen besser aus. So, dann machen wir hier. So, dann gehen wir kurz dahin. Da haben wir schon einen Bär, ne? Ein Wolfsfell. Natürlich ist das so steil. Hier kriegen wir es auch nicht hin. Ja, ich glaube. Und eben. Ah, so. So, den da hin, den da hin. Nee. Ziegen! Stimmt, Ziegen, Leute. Wir wollten uns noch Ziegen holen. Das ist jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Ich will es nicht drin haben. Ich will es schon hier irgendwo haben. Jo, okay. Sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ja, Volgan. Gucken wir mal, was wir an Volgan haben. Natürlich. Das war hier noch. So. Geht trotzdem, ne? Jo. Gut. Ja, finde ich gut. Jetzt gehen wir uns erstmal einen Ziegenstall bauen. Wird man schon ewig tun, ne? Aber ständig vergessen. Wir müssen auch gleich nochmal los unseren Bauerntypen suchen. Nee. Aber Moment. Ein bisschen Tierfutter holen. Schweine haben wieder kein Bonbon gemacht. Ah, Tierfutter wurde doch jetzt, war das jetzt eigentlich schon gut, oder? Jo.
wie sie da rumhämmern. Bam, 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 bam. Ja, bitte. Oh, guck mal, kühl geht aber, ne? Na ja, mehr, mehr. Oh, siehst du jetzt, wo wir schon mal hier vorne sind? Okay. Dann war das eine wirklich Männchenküken. Könnten die aber auch zu den Jägern hier tun, ne? You don't need to prune yourself. The fact that you did something for the king doesn't mean you're dead. Cut. Ja, machen wir von hier den Eingang. Okay, wo fehlt es jetzt schon wieder? Schenke. Wir haben keine Kirschen mehr. Gut, okay. Kann ich akzeptieren. Machen wir jetzt ein bisschen mehr hiervon. So. Muss ja jetzt nicht so riesig sein für die. Das reicht. So. Gut. Ziegen waren in Hornecker. Vorher gehen wir mal kurz einen Hahn schlachten. Tierhaltung. 0,5. Hier verkaufen wir den. So. Yep, that's been well seen.
Okay, eventuell haben wir auch Glück. Wir finden jetzt schon einen, hier vorne. Wir brauchen ja von dem halt jetzt keine Milch. Ich meine, wir machen ein bisschen Milch, klar, damit er halt eine Position drin hat. Das war's dann aber auch schon. Oh, it's you again. Bitte, wunderbar. Oh, scheiße. Wir haben doch eh frei, welche frei, naja. Halt, da war doch gerade. Da. Den. Gut. Ich brauch ein Brötchen. Lauf. Hello! Da. So, wir machen das wieder. Okay, das reicht. Das war doch hier. Hey du. How is life treating you? Wo finde ich Nutztiere? Denigan. Goodbye. Upsi. Gesundheit. Ein Fehler. Oh, it's you again. Ja, du, ich will nach Denigan. Krieg ich mein Geld zurück? Ich wollte von Anfang an nach Denigan. Du hast mich falsch gefahren. Abzocker. Ah, da. Ah, Hallöchen, na ihr Memes? Wölfchen, Männchen. Ein Bock. Und noch eine Ziege. Noch eine Ziege. Gut, haben wir. Den machen wir mal so. Beruf. Dann gucken wir mal. Hier haben wir eine wunderschöne Produktionstante. Das ist sehr gut. Dann gucken wir mal, was wir bei Produktion jetzt fehlen haben. Näherei ist alles gut. Schenke ist alles gut. Schmieden haben wir auch alles gut. Boah, wir haben so viele Schmieden, ne? So, Werkstatt haben wir nicht. Also, rein da. So, dann haben wir eine Bauerntante. Eine Landwirtschaftlerin. Entschuldigung. Dann 3x3 finde ich gut. Ja gut, da muss jetzt auch keiner rein. So, dann haben wir nochmal Produktion, auch gut. Dann haben wir für die andere Werkstatt auch ein. Oder beziehungsweise wir haben auch da zwei. Dann haben einen Jäger. Na, die war aber schnell schwanger.
Aber die Jagd haben wir voll. Gewinnung ist die aber sonst noch okay. Mit Gewinnung kann ich leben. Und zwar hier. Und dann dürfte es, glaube ich, wieder gewesen sein, ne? Jupp. Was? Wolle? Ja, wollte gerade sagen. Wow. Wow. Einen halben Eimer. Naja. Ist okay. So, ansonsten keine Probleme. Ja gut, hier, wie gesagt, war voll. Ja, wir sind schon in der Stadt. Ach, toll. Einfach toll. Na, du bist Kacke. Du bist auch Kacke. Die sprachen wir nicht. Weather, crops, animals, children, politics. Theoretisch könnten wir auch mal wieder zurücklaufen, ne? Haben schon lange nichts mehr gefunden. Ja. Auf in die Wildnis. Ja, keine Sorge. Hi. Ups, tut mir aber leid. Wow, 4. Denn den haben wir noch. So. Ja, wollen wir halt doch ein bisschen jagen. Wir haben einfach nur die Bedrohung ausgeschaltet. Aber wir haben schon wieder keinen Herold, ne? Das ist irgendwie doof. Oh, schmeckt. Okay, ist auch ein bisschen schwierig jetzt was zu sehen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Sachen wir vorbeigelaufen sind. Ja, jetzt kommen wir schon hier hin. Ich glaube, hier vorne ist schon unser Dorf.
Ja, ein großer Fluss. Wir sind ein Gummibär, Gummibär. Okay, genau. Aber ich glaube, wir gehen noch quer rüber, ne? Ja, komm hier, ist klar, ne? Wir haben eine Ente. Die sollten sie aber auch irgendwie anders machen. Weil die ganze Zeit unter Wasser irgendwie schwimmen, ist echt. Oh, haben wir schon die erste Winternacht? Jo. Gleich heißt es Bettchen. Kaum kommt hier der König an, geht ihr alle auf die Knie. Ja, das sollten wir umbenennen. Sind da keine Ziegen. So, wie schaut es bei euch aus? Naja. Ja. Ja, gut. Das gefällt mir wirklich. Die drinne können zwar noch ein bisschen dicht sein, aber naja. So, Bretter. Verbrennholz sieht gut aus. Gott, 11 Eimer nur noch. Aber hier müssten jetzt auch mehr Eimer gebaut werden. Ja, gut, Leder geht das richtig gut. Die kommen einfach mit der Wolle nicht hinterher, ne? Ja, Zinnbahn könnten wir eigentlich mal erhöhen. Hup. So. Ach komm, machen wir am nächsten Tag. Umso schneller haben wir wieder Frühling. Felder hatten wir jetzt alle voll gehabt, ne? Also die Plantagen. Ja. Du bist wieder nicht okay. So. Den gucken wir mal in den Reihen nach. In die Reihe. Bupt. Jo, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, ja, ja. Leinenhemd.
So zwei stellen wir davon her. Wie viel verkaufen wir überhaupt? Eine, okay. So. Können aber auch diese hier verkaufen. Bringt noch sogar mehr. Aber das hier bin ich 95. 120. Oh. Bringt den sogar noch mehr, die hier. Einfache Tunika. Einfache Tunika. Aber eigentlich stellen wir 17 Stück her pro Tag. Aber wir verbrauchen auch wieder Wollstoff. Okay. Zwei Stück. Zwei, vier, sechs, acht. Oh, ist auch knapp. Was brauchen wir überhaupt für... Oh, diese Tunika haben wir gar nicht, ne? Einfache Tunika. Oh, auch Ballstoff. Hier war es nicht, ne? Die nö. So, einfache Tunika. Oh, Tunika bringt so und so. Okay, das heißt aber, wir müssen mehr Stoff herstellen. Also. Ja, komm, wir bauen aber noch so eine Näherei. Wo klatschen wir die denn hin? Da hinten ist mir schon zu voll. Nee. Da haben wir die andere Näherei. Ja, daneben vielleicht. Silence is relaxing. I hope our king is going to reign. Nee, du bist Werkstatt. Du bist Lager. Bring my relatives over. Maybe not cousin Matthias, though. Ja, komm. Oh, komm. Achso. Das sieht aus. Okidoki, Leute, dann gehen wir mal nach Branica und holen uns hoffentlich zwei Produktionsleute, Dingsbums, Glöns. Auf jeden Fall
Wollte gerade sagen, wir tippen da der Stock ab. Also Männer brauchen wir auf jeden Fall. Drei können wir uns holen. Jum. Bist du auch ein Vogel? Ne, bist ein Stein. Frau wäre es gemein. Well, there's a lot to do, but nothing interesting. Ja. I consider upgrading my wagon. Hey, du. How can I help you? Du bringst mich mal nach da. Denn ich will was gucken. Nach ein paar tollen Dorfbewohnern. Für unsere Zwecke. Okay. Wäre auch schon gewesen, hätte ich nie aussprechen können. Gesundheit. So hörst du dich auch an. Also vom Namen her. Okay. Also hier haben wir keinen. Da hinten. Ja, waren wir da im Winter jetzt schon? Nee, das war noch im Herbst, ne? Gut, also das war letzten. People often ask me, how are you? Ja, ja. Ja. Und 140 kommt hin. Nur einer. Schön. Aber wir sind fair. He may look like an idiot. Und er scheiße. And talk like an idiot. Hello. Okay, die Nicker waren wir schon, dann gehen wir da hin. Ja. Nee, du bist es nicht. Na da, eine Kneipe. Ja, da sind sie immer. How is the best goods in the realm? Ja. Haben wir alles schon. Live treating you. Have a nice Kette day. Die Kette müssen wir auch nicht extra haben, auch wenn wir die noch nicht haben. Haben wir haben nicht schon ein Po mir. Mir. Und how is life treating you? Wie geil ist das denn? Wir haben jetzt einen Pomir. Und der wird jetzt ein grandioser Näher für unseren Po. Ist das toll. So, der darf aber auch schon anfangen. So. Na ja, toll. Ein Wollgarn bringt mir ja gar nichts. Tunika. Oh, war die Tunika, ne? Eine. Zwei. Und dann machen wir noch ein bisschen Volgan. Naja. Das soll ihnen erstmal was bringen. So, denn. Und denn, und denn, und denn. Da. Denn Gustovia können wir nochmal hin und Borobo. Was?
Ach so, ja. Kein Mond mehr. Ist okay. So, haben wir nichts. Wir haben noch Flachs. Okay. Oh, it's you again. Ja, ich. Was dagegen? Stört dich das, mein Freund? Wenn ja, ist mir egal. So. Amira. Flachs haben wir jetzt auch weg. Juli. Ja, Turmbewurf brauchen wir jetzt nicht wirklich. Mehl, dafür haben wir die Mühle. Das könnte der theoretisch rocken. Ja. Ja, lass mal weg. Wie sieht denn aus? Die machen Tierfutter und Dünger. Ja. Lassen wir das mal dabei. Na gut, da sind zwei, drei Stück. Scheiße. Hm. Mann. Every village is a bit different. Ach wirklich? Wow. Hättest du mir das jetzt nicht gesagt. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Aber irgendwie ist auch jedes Dorf gleich. Hallo, die Damen. Hallo. Ah. Samago. Jawohl, Samago, das gefällt mir. How is life treating you? Ow! Hey! Das Gute bei dem Typen ist, der wird nicht schwanger. Allerdings wird er jemanden schwängern. Aber gut, kann uns erstmal egal sein. So, dahin. Na, das sieht ja schon besser aus. Oh, vier Tunika. Oder Tuniken. Tunikas. Ja, nehmen wir erstmal Tuniken. Machen wir vier Stück. So, das heißt, wir ballern jetzt aber auch 8 Wollstoff weg. Das müssen wir natürlich auch wieder reinholen. So, hier machen wir plus 1 Wollstoff. Ergo knallen wir wirklich Wollstoff weg wie sonst was. Wie viel Wolgan plus machen wir? 6. Hm. Scheiße. Wir könnten halt nur 2 machen. Wie viel verkaufen wir? Ja, da. 1,4. 36 haben wir. Ja. So. Dann machen wir mehr Wollstoff.
So, machen wir hier plus 8 Bolstoff. Von der Arbeit, die wir jetzt sowieso schon machen. Ja, Bedarf haben wir hier 13. 17 produzieren wir. Ne, Quatsch, hier. 4 haben wir im Bedarf. 13 produzieren wir, haben wir 8 plus. Aha. Leinenhemd können wir theoretisch etwas weniger machen. Wir dürfen jetzt aber auch nicht mehr wie das machen, als wir das hier kriegen. So. Ja, machen wir mal nur 2 erstmal. Also. So, dann Wollstoff machen wir hier 4 weg. Bei den anderen haben wir plus 8, haben wir plus 4, also haben wir 4 plus. Everything is permitted. Jung. Oh, 10 Uhr morgens erst. Hi. Wer bist du denn überhaupt? Hello. Ah. Ja, mach mal. See you soon. Jo, oh, danke dir. Ja, bei dem Wetter werden wir jetzt auch nicht wirklich viel sehen. Ah, sind wir hier? Schön, juhu. Aber da haben wir die Brücke. Da ist hier vorne unser Dorf. Oh, sind schon zu Hause. Mhm. Okay. Die Schweine wollen sie nicht vermehren. Schafe finde ich schon mal gut. Oh, da ist ein Pferdchen mehr. Das war das, was wir gekauft haben, ne? Ja, das war das, was wir gekauft haben. Jojo. Okay. Nee, noch mehr Kinder. Warte, hier laufen ja überall rum. Holstopp. Ey, wo ist denn die Truder? Oh, ja, gut. Leopolda.
Ich kann die hier jetzt nirgendwo rausfiltern. Bist du Leopold? Ah. Ja, wahrscheinlich sehe ich von ganz hinten. Gut. Gehen wir mal zum Schankwirt. Jo, was geht? Ich mach ein Bier. Na, 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 na. Haben wir nicht was hingestellt? Mal auch was gucken. If you're already drunk, I'll take the payment up front. Yeah, yeah. Okay, Leute. Jetzt sag ich mal, danke, dass ihr dabei wart. Schaut gerne wieder rein, lasst ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.